9. Oktober 2013, ein Datum, das SCM-Fans wohl so schnell nicht vergessen werden. Knapp 6.500 von ihnen kamen in die GTEC Arena und das mit nicht allzu hohen Erwartungen. Bei 6 Ausfällen in der Mannschaft war die Sache eigentlich klar. Doch was heißt schon eigentlich? Auf geht es also in die ungleiche Partie. Kiel geht bereits in der ersten Minute in Führung. Stefan Kner und Matthias Musche halten das Rennen offen. Doch in der 9. Minute geht der THW in eine 2-Tore-Führung. Ein Doppelschlag des Handballrentners Bennett Wiegert hallte durch die Arena und die Arena hat geantwortet. Ausgleich und auf in den Kampf. Die erste Magdeburger Führung besorgt Robert Weber, heute 6-mal erfolgreich. Und Robert legt zum 11:9 nach. Kiels Trainer Alfred Gislason reagiert prompt mit einer Auszeit. Musik. 24. Minute. Bartosz Jurecki mit dem 13:11. Immer noch eine 2-Tore-Führung. Kiel scheitert am 7-Meter-Punkt. Wieder Robert Weber. Wahnsinn, eine 3-Tore-Führung. Dramatisch die 30. Minute. Max Jahnke 2 Minuten. Der zweite 7 Meter von Kiel, der sein Ziel nicht erreicht. Und eine punktgenaue Auszeit des SC Magdeburg. Und dann leider kein Tor. Dennoch, 16:13 Halbzeitführung, wer hätte das gedacht? Aber Kiel gab sich natürlich nicht geschlagen, wollte das Spiel drehen. Hier der 10-mal erfolgreiche Philipp Jiecher mit dem Anschlusstreffer. Jure Natek kämpft trotz grippalen Infekt hier zum 17:15. 36. Minute, Kiel gelingt der Ausgleich durch René Hansen. In Unterzahl, Matthias Musche mit der erneuten Führung. 43. Minute, er war mit 9 Treffern erfolgreichster Magdeburger. Stefan Kner hier mit der erneuten 3-Tore-Führung. Die Erwartung steigt, geht da was? Kiel immer noch dran. In der 54. Minute Anschlusstreffer von Christian Zeitz. Bange Blicke gehen zur Uhr. Kann der SCM das durchhalten? Unser Trainer Frank Carstens nimmt eine Auszeit, stellt die Mannschaft auf die Endphase ein. Knapp 3 Minuten später stellt der hervorragend agierende Youngster Max Jahnke den 3-Tore-Vorsprung wieder her. Die Halle bebt wie zu ihren besten Zeiten. 59. Minute. Kiel verkürzt. Frank Carstens nimmt noch einmal eine Auszeit. Erneut Jahnke, 3-Tore-Führung, das Ding ist durch, die Halle feiert. Philipp Jiecher hier noch mit Ergebniskosmetik. Tim Hornke macht den Abend perfekt. Es ist das Unglaubliche geschehen. Der SC Magdeburg bezwingt den Top-Favorit THW Kiel und beschert den Kielern damit die erste Saisonniederlage. Danke SCM und danke auch an unseren tollen Nachwuchs, der hier seine Chance voll genutzt hat. Ein Handballabend vom Feinsten. Die Fans in der Halle sind begeistert. Die Spieler waren kaum zu Interviews fähig. Aber dennoch, hier die Stimmen zum Spiel. Geil, er ist überragend. Also, so ist der Sport. Das dreht sich alles innerhalb von Wochen. Und ist einfach unfassbar. Totgesagt, wir leben länger. Das war Kiels erste Niederlage diese Saison. Ja. Sie haben schon gewusst, dass es hier sehr, sehr hart wird. Und wir haben eine harte Abwehr gestellt und haben sehr, sehr gut angegriffen und ja, jetzt sind wir alle aus dem Häuschen. Unglaublich, von Anfang an bis zum Schluss. Das Spiel kontrolliert bestimmt.
super souverän, seriös, hinten aggressiv, kompakt. Dann sogar ins Tempospiel gegen THW Kiel. Das war einfach Wahnsinn, über 60 Minuten, unglaublich. Ja gut, was willst du nach so einem Spiel sagen? Volle Halle, gegen Kiel gewonnen, grandios. Bei so einem Spiel weiß man, warum man sich im Training schindet. Ja gut, also es ist schwierig, jetzt Worte zu finden. Ich bin total von den Zuschauern der Energie geflasht und danke fürs Interview. Danke. Matze, noch bevor du zu Sport 1 musst, das war ein geiles Spiel. Wahnsinn. Man spielt einfach Handball, um sowas zu erleben, ja. Das ist einfach bis jetzt das Geilste, was ich je in meiner Handballkarriere erlebt habe. Mit diesen Zuschauern, das ist einfach unglaublich. Da kann man auch sowas schaffen wie heute. Woher kommt so eine Energie? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, naja, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber sagen wir, wenn keiner an einen glaubt, dann ist die einzige Chance, dass man einfach kämpft und jeden Angriff versucht, sein Tor zu machen und sich konzentriert auf jeden Ball, keinen Ball hergibt. Das haben wir gemacht, gekämpft wie die Schweine und dann kam die Halle und das war einfach phänomenal. Frank hat gesagt, dass auch Kiel vor so einer Halle Angst haben kann und ich glaube, da haben die Fans auch einen großen Anteil. Frank hat heute fantastisch gute Auszeiten gesetzt, ja? Ja, heute hat alles gepasst, sonst schlägst du Kiel nicht. Unglaublich, was heute passiert ist. Ich weiß nicht, Frank Garstens hat die Mannschaft hervorragend eingestellt. Wir haben mit dem letzten Aufgebot sind angetreten und ich habe immer gedacht, naja, geht ja gut los, erste Viertelstunde. Aber dass wir das nach hinten rausziehen, ist sensationell. Und ich glaube, ich sag mal, wir Grantler, die dann immer alles gleich in Frage stellen, wenn es mal ein Spiel nicht gut läuft, die sind heute wirklich eines Besseren belehrt. Und wir sollen den Weg hier genauso weitergehen und dann sind wir gut unterwegs. Toller Tag für den Hamburger Handball, für Magdeburger Handball und ja, Glückwunsch an die Jungs, sensationell. Ich denke, die Emotionen haben sich ein bisschen gelegt. Mal jetzt ein nüchterner Blick aufs Spiel, geht das schon? Ja, natürlich. Ich denke, wir haben heute ein sensationelles Spiel gemacht. Alle haben ihre Leistung gebracht und ja, ich denke, wenn man den Spielverlauf sieht, haben wir am Ende dann auch verdient gewonnen gegen Kiel. Ihr habt eigentlich fast ständig in Führung gelegen. Ja, das war auch wichtig, ich denke, die wichtigste Situation war so in der zweiten Halbzeit, wo wir gefühlte 10 Minuten Unterzahl gespielt haben. Auch da hat Kiel nie geschafft, in Führung zu gehen, das war psychologisch auch sehr wichtig. Ja, und am Ende, denke ich mal, die letzten 5 Minuten hatte ich eigentlich nie die Sorge, dass wir das Spiel noch verlieren. Das ist keine Genugtuung, ich habe mich einfach gefreut. Ich habe gesagt, von Anfang an, hier ist was möglich, ich mache den Eiertanz nicht mit. Dass wir jetzt mit einer Gurkentruppe, auf Deutsch gesagt, auflaufen, das ist nicht der Fall. Bei uns kann jeder, egal wie die Verletzten aussehen, Handball spielen, die heute auf dem Platz stand. Und ich glaube, das musste auch Kiel schmerzhaft erfahren. Auch wenn sie damit nicht gerechnet hat, ich habe daran geglaubt. Ich habe sogar davon ein bisschen geträumt. Heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, dachte ich, na, habe ich mir zumindest noch gewünscht. Und ich glaube, wenn ich morgen aufstehe, fühlt sich das nicht schlecht an. Du als Jugendkoordinator müsstest ja nun besonders zufrieden sein, dass die jungen Spieler auf der Platte heute so ein Ding gezeigt haben. Das freut mich ungemein. Dafür machen wir die Arbeit. Ich meine, das ist immer das, was ich gesagt habe. Magdeburg schreit danach auch. Wieder Matze Musches oder wie es jetzt ist, Max Janke auf der Platte zu sehen. Und das ist gerade nicht mit Geld zu bezahlen. Das sind natürlich zwei Seiten der Medaillen, die mich unglaublich glücklich machen. Das eine ist der Sieg und das andere sind sicherlich die Spielanteile unserer jungen Spieler. Und die haben nicht mitgespielt. Das war schon ein Faktor, wo sie einen Teil zu beigetragen haben. Wo würdest du diese Leistungssteigerung heute festmachen? War das, wenn man an seinem Gegner wächst? Ich weiß es nicht, aber das ist natürlich, das ist Kiel. Ja, und ich, bei mir ist es immer so, ich messe mich am liebsten gegen die Besten. Und Kiel ist für mich eine der besten Mannschaften der Welt. Und wer jetzt hier heute vor der Kulisse keine Lust hat, der hat einen falschen Beruf. Der hat sich was Falsches ausgesucht. Und ich habe gebrannt. Ich wollte am liebsten am Anfang anspielen. Ich wollte zeigen, dass es auch wehtun kann für Kiel, dass es so ausgeht. Ich meine, da kann ich ja keine Wetten drauf abschließen. Aber ich glaube, dass darum genießt man das jetzt so sehr. Und ach, das ist die Freude, eigentlich in Worte zu fassen. War eigentlich ein schönes Schlusswort, also feiert schön. Dankeschön.